So, in der letzten Folge haben wir abrupt beendet. Es geht sofort weiter. Wir müssen immer noch das Fort erobern. Und wir haben einen starken Verfolger. Dieses riesen Schiff, was da hinten ist. Das wird uns wahrscheinlich daran hindern auch. Boah, war das knapp. Aber wir werden jetzt erstmal versuchen, das Fort zu erreichen und jetzt den Kampf vielleicht aus dem Weg gehen. Was eine Action hier bei Assassin's Creed. Black Flag auf der PlayStation 4. Muss ich jetzt da hochklettern? Wahrscheinlich. Ja, ich muss wahrscheinlich hier andocken. Gegner feuert! Ja, also soll der Gegner. Einhol! Soll der Gegner ruhig. Kann ich denn das Ruder loslassen? Achso, ich kann den Konflikt nicht verlassen. Okay, das ist natürlich jetzt super, weil ich jetzt hier direkt auf den Grund laufe. Ah, das bringt's ja jetzt. Versuchen uns wieder zu rammen. Ja, es ist denn auch gelungen. Ja, aber wahrscheinlich gehen die eher unter wie wir. Wir werden sie auch versenken. So, die Jackdoll hat ganz schön gelitten, wieder so wie in der letzten Folge. Aber diesmal werden wir andocken. Also man kann nicht einen Kampf entfliehen. Das geht also nicht, haben wir jetzt gesehen. Und wir werden jetzt erstmal das Fort erobern. So. Ratzfatz. Gucken, was uns da oben noch erwartet alles. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich. Oh, da sind auch blaue Pfeile auf der Karte. Das werden wahrscheinlich Freunde sein. Oh, okay. Zack. Und zack. Und zack. Zack. Wir müssen da oben jemanden töten. Die Frage, wie kommen wir. Erstmal machen wir die Kiste auf. Wow. Wenn wir nicht angegriffen werden. Auf Wiedersehen. So, also erstmal hier die Kiste möchte ich jetzt erstmal in Ruhe aufmachen. Genau. So, den machen wir auch nochmal fertig für ihn hier. So musst du das machen. Guck's dir an. So. Auf geht's. Müssen da jemanden töten? Den Typen müssen wir töten. Dann machen wir das doch. Haben wir doch. Das geht doch leicht. Machen wir den Dicken mal fertig hier. Ja, und damit haben wir es, würde ich sagen, oder? Erbeuten wir hier mal ein paar Sachen. Ah, so, okay, wir müssen den Kriegsraum noch erreichen. Aber vorher plündern wir noch ein wenig. Den machen wir auch noch alle. Der hat es nicht verdient, hier zu leben. Der hat sich zwar ergeben, aber was wir den Leuten hier antut, das ist nicht sehr schön. Na, ich will ihn erbeuten. Hallo? Hallo, erbeuten. Okay, Körper aufheben. Ich darf ihn nicht. Darf ich ihn denn? Nein. Du bleibst am Leben.
Ah, da oben muss ich hin, okay. Ja, ab und zu bin ich ein bisschen orientierungslos in Assassin's Creed, aber das kennt man ja bei mir von der Let's Play Live Show. Wie gesagt, die Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag über eure PlayStation zu empfangen via Live von der PlayStation App. Einfach bei der Suche dann eingeben LPLS oder halt über euren Webbrowser am PC, am Mac, übers Handy www.twitch.tv/Let's Play Live Show. Und ja, schauen wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Nun hallo, Eure Exzellenz. Ich hörte schon, ihr wärt vielleicht hier. Ich kenne dein Gesicht, Pirat. Doch dein Name war beim letzten Mal nur geliehen. Ah, ich erinnere mich. Mr. Duncan Walpole. Ich vermisse ihn. Also, was macht ein Templer-Großmeister so weit entfernt von seinem Castillo? Das verrate ich ungern. Und ich schneide dir ungern die Lippen ab und stopf sie dir ins Maul. Vor 2 Jahren setzten wir eine Belohnung auf den Kopf des Weißen aus. Und nun hat ihn wohl jemand gefunden. Dieses Gold ist das Lösegeld. Ta, ta, ta. Wer fand ihn? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prince. Er lebt in Kingston. Diese Geschichte ist gut, Horace. Und wir helfen gern, sie zu beenden. Doch wir tun es auf unsere Weise. Mit deiner Hilfe und deinem Gold. Mission beendet, die Fort. Ja, Lawrence Paynes, ein neuer Name. Und der wohl in Kingston lebt. Den müssen wir wahrscheinlich jetzt aufspüren. Und das heißt. Ah, okay. Jetzt schnall ich's. Ah, ja. Also, es bedeutet also, wenn man diese Forts, die man hier hat, wenn man die einnimmt, nimmt man jeweils diesen Block hier ein. Zum Beispiel, wenn man diesen Fort hier einnimmt, nimmt man dieses Dreieck hier, was so ungefähr wie so ein Dreieck aussieht, nimmt man ein. Das hat man ja hier gesehen, hier ist grün, habe ich gerade besiegt. Dann nimmt man diesen Teil der Karte an. Also gibt es dann auch irgendwann keine Sperrgebiete mehr, wie ich es in der einen Folge schon mal gefragt hatte. Das, wo ich mich gefragt hatte, halt, ob es immer Sperrgebiete gibt. Aber nein, wenn man hier dieses Fort, das wird wahrscheinlich auch schwieriger sein, weil es größer ist hier, diese Fläche. Immer wo die schwarzen, obwohl die ist noch größer hier, oder hier, das Fort, das beinhaltet halt diese komplette Fläche hier. Okay, und somit kann man dann auch ganz gemütlich dann durchs Gewässer schippern. Oh, das sind viele Nebenaufgaben, die man halt noch hat. Und jetzt müssen wir nach... Das wird hier Kingston sein, wo wir hin müssen. Und ja, da werden wir mal hinsegeln. Betrachte dich als unschuldig. Natürlich. So. Wir haben unser Fahndungsgrad, Fahndungslevel auf See. Haben wir wieder runtergeschubt, gerade bei dem Typen. Somit nicht sofort angegriffen zu werden von jedem Schiff, weil vielleicht ein Kopfgeld ausgesetzt ist auf dieses Schiff. Bis jetzt läuft es eigentlich relativ gut und relativ geschmeidig, was so den Wechsel angeht zwischen Schiff und Land. Und ja. Ich vermute mal, wenn wir jetzt noch unser Fahndungslevel haben oder hätten, dann würden uns diese Schiffe wahrscheinlich angreifen, aber die lassen uns jetzt zufrieden. Fahndungslevel sieht man meistens oben links am Bildschirmrand, wo unsere Energieanzeige ist. Dann sind dann so Schwerter, die über Kreuz liegen. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich total den Namen vergessen. Auf jeden Fall wohnt er oder lebt in Kingston. Dieser Typ
Vorhin hatte ich den Namen noch raus. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr zusammen. Naja. Ja, ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken an die ganzen Zuschauer, an die ganzen Stammzuschauer bei der Let's Play Live Show und bei den ganzen Zuschauern, die mir hier auch zusehen. Auf dem Channel hier. Und ich möchte mich auch nochmal recht herzlich mit diesem Video auch nochmal recht herzlich bedanken an die ganzen Stammzuschauer der Let's Play Live Show, die immer wieder dabei sind und gerne mir zugucken. Und ja, ohne die wäre es, glaube ich, oder ohne die wäre es bis jetzt noch nicht so weit, wie es jetzt schon ist. Und ja, jetzt werden wir vom Fort gesehen, aber das ist mir jetzt egal. Ich schippe jetzt daran vorbei. Wir könnten es jetzt angreifen, man sieht schon, dieses Fort ist schon relativ, also ist schon größer wie das andere. Das heißt, da müssen wir schon ein bisschen ordentlicher kämpfen, bis wir diesen Bereich der Karte für uns in unser Besitz bringen. Aber wie gesagt, ich lasse es halt links liegen alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte zum Angreifen sind dort gewesen. Ich glaube, bei dem anderen waren es nur 5. Was man übungsweise halt jetzt zur Mission hatte. Somit, dass man das Ganze ausprobieren konnte. Ist es jetzt schon hier die Bucht, wo wir hin müssen? Oder ist es nur das... das ist wahrscheinlich nur ein Schiff, was uns nicht sehen darf. Es hat uns gesehen und es wird auch, wenn es uns weiter sieht... Jetzt sind wir aber hinter dem Berg. Jetzt kann es uns eigentlich gar nicht mehr sehen. So. Und wir fahren auch so langsam, oder wir schippern und segeln auch so langsam wieder aus dem Sperrgebiet raus. Hui! Awesome! Woohoo! Das ist wieder so ein Awesome-Moment, die ich an Videospiele so liebe. Ich glaube, hier sind wir richtig. Boah, cool. Das ist bestimmt Kingston. Absoluter Sicherheit ist das Kingston. Ja, Kingston. Natürlich wollen wir zu diesem Ort reisen. Wieso reisen wir denn zu diesem Ort? Naja, wir reisen zu dem Ort. Edward hat ein wenig getrunken. Deswegen läuft er im Ladebildschirm so komisch. Ja, herzlich willkommen in Kingston. Und wir werden uns diese Stadt erstmal ein wenig ansehen. So wie wir es bei den anderen auch schon gemacht haben. Havanna war ja so eine Stadt, oder so, ja, so eine Stadt, die halt voller Evolution und Riesen Reichtum geprägt ist. Und Nassau, wo ja Edward herkommt, das genau das Gegenteil ist. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Kingston aussieht. Ah, da haben wir wieder eine Gruppe an Frauen, die wir wieder anheuern können. Aber in jeder Stadt ist was los und richtig, das gefällt mir richtig gut. Und ja, da ist eine Kirche, da wird ein Aussichtspunkt sein und hier rechts scheint auch auf der Karte einer zu sein. Und ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben es jetzt 14:20 gleich. Also genau jetzt auf die Sekunde genau. Und ich würde sagen, wir bleiben hier an dem Paradiso Flower, der, glaube ich, in komplett Assassin's Creed vertreten ist. Halten wir hier an, um mit diesem schönen Ausblick der Frauen und der Stadt Kingston entlasse ich euch hiermit ja in eine gepflegte Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 4. Also, macht's gut. Tschüss.